Menschen erfinden Worte, Geräusche, die unseren Mund verlassen, und wir das definieren, dieses Geräusch, und dann dementsprechend das als Wort bezeichnen. Und so wird gern mit Worten um sich geworfen und nicht wirklich der Inhalt beleuchtet. So gibt es oftmals auch Modeerscheinungen, Impulskontrolle, ein Jagdinstinkt und lauter solche Sachen, beziehungsweise Auslasten. Mein Kind belädt mich gerade mit ihren Sachen. Aber reinschauen, was dann letztendlich doch dahinter steckt. Zum Beispiel ein Wort zu diesem Instinkt. Wenn dann eine Maus über den Boden flitzt oder ein Eichhorn da wegrennt oder sowas und der Hund das erhaschen möchte, wird von Instinkten gesprochen. Wenn jetzt ein 100-Euro-Schein vom Wind vor Ihnen vorübergetragen wird, haben Sie dann den Instinkt, den zu erhaschen? Bei Menschen wird nicht von Instinkt gesprochen, aber da wird von dem Biocomputer gesprochen. Das ist durchaus eine Entscheidung, die mitunter auch reaktiv ablaufen kann. Auf Grundlage dessen, für was man halt eben Wert empfindet. Und auslasten, da etwas dazu. Stellen Sie sich mal eine Horde Hunde vor. Eine Familie, das sind ein halbes Dutzend Hunde, ist mir egal, was ich da vorstelle. Alter, Geschlecht, Rasse, alles gleichgültig. Einfach nur ein halbes Dutzend Hunde. Und die lassen wir alleine. Da ist ein 5 Quadratkilometer umzäuntes Gebiet, ohne Menschen drin. Man schmeißt ihnen halt was zum Essen über den Zaun einmal alle 2 Tage und der Rest sollen sich selber gucken, wie sie ihre Mäuse suchen. Und sind die gesponnen? Sind die so hektisch, wie man es oftmals bei den Hunden in der Menschenwelt sieht? Oder ist das ein vernünftiger, vernunftbegabter Verband, der da zusammen agiert und unterwegs ist? Im Gegensatz dazu, so manche Hunde in der Menschenwelt, in Menschenfamilien. Ängstlich oder hektisch trifft man da manche an. Und schauen Sie sich das an, was da gelebt wird. Mal sind 2 Personen zu Hause, mal 5, mal eine, mal keine. Mal wird was gesagt und ist wurscht, ob er es macht. Mal wird was gesagt und wird geschumpfen, wenn er es nicht macht. Mal wird was 3-mal gesagt, mal wird was 5-mal gesagt. Mal wird halt hingeredet, mal wird getätschelt, mal wird im Vorübergehen ein Satz fallen gelassen. Es ist ein Jahrmarkt, anstatt eine vernunftbegabte, gezielte Kommunikation mit Positionen der jeweiligen Personen. Und stellen Sie sich vor, wir nehmen einen hektischen Hund, der in einer Menschenfamilie lebt, und werfen ihn dort jetzt über den Zaun zu den halben Dutzend, was wir uns da vorgestellt haben. Wir sollten das nicht tun. Das wäre nicht gut, einfach jemanden in die Familie reinschmeißen. Aber nehmen wir an, der wird Teil davon, von dieser Familie. Er schafft es mit seinem Verhalten und mit dem Verhalten der anderen, dass das ein Teil von dieser Familie wird, und ein Vierteljahr später schauen wir über den Zaun. Ist dieser Hund immer noch so gesponnen, wie er es in der Menschenfamilie war? Wenn ich das mit jemandem rede, dann nickt er meist rum und sagt, nee, ich glaube nicht. Aber warum? Was ist in seinem Verstand jetzt passiert, dass er nicht mehr so hirnlos ist? Ich sage es Ihnen. In jeder wachen Sekunde, wo er sich da in seiner Familie befindet, also nicht gerade schläft, sondern in jeder wachen Sekunde, wo er da in der Familie mitlebt, hat er zu tun. Mitdenken. Wem begegne ich gerade und um was geht's? Und dann ist er, nehmen wir jetzt dieses hässliche Wort, ausgelastet. Er hat was zu denken, er hat was zu tun, indem er halt eben die Positionen wahren muss, weiß, wem er gerade begegnet, erkennen muss, um was es geht. Wissen, den kann ich längst liegen lassen, aber da passe ich jetzt mal auf. Und die Menschen mit ihren oftmals hektischen Hunden oder manchmal hektischen Hunden, die gehen vom Agility über Obedience, dann zum Man-Trailing, das ist ja auch so eine Mode, um den Hund auszulassen. Die kommen abends heim und er ist genauso gesponnen wie morgens, weil er deshalb noch lang nichts denken muss und noch lang kein gesundes Sozialgeschehen zu Hause hat, wo er halt eben mitdenken muss, wem er gerade begegnet und um was es geht.
Oftmals fehlt halt eben das, was Familie ausmacht. Und ich sage es Ihnen, es sind zwei Dinge. Und da geht es immer ums Gleiche. Das ist ja eine meiner Hauptaussagen. Sozialgeschehen bleibt sich gleich. Ist wurscht, ob Sie eine Firma haben, eine Familie oder ob Sie sich in der Sekretärgemeinschaft bewegen. Grundsätzlich, es geht immer um zwei Sachen. Wer ist wer? Persönlichkeitsabgrenzung. Das liegt an einem selber, nicht am Gegenüber. Sich zu zeigen, inwieweit man stabil ist in seinen Meinungen, in seinen Handlungen. Und zum anderen, was heißt was? Dass Sender und Empfänger dasselbe unter demselben Signal verstehen. Dann muss man was denken und dann ist man Teil von einem Sozialgeschehen, wenn man weiß, wem begegne ich gerade und um was geht's. Und dann funktioniert aus der Apparat da oben und hat was zu tun.